Dum dum. Und so begrüße ich euch natürlich hier zu einem neuen Part von natürlich Euro Truck Simulator 2. Letzten Part war ja die stumme Folge. Diesen Part gibt es ein bisschen mehr Action. Jedenfalls setze gerade. Wir fahren heute nach. Wo fahren wir heute hin? Torino. Also ein bisschen Richtung Italien. Ruhezeit in 10 Stunden, nichts Pause. Also Restzeit, 6 Stunden. Das passt, alle 2 Stunden bleiben dann noch übrig. Ungefähr. So, und da wollen wir doch mal fahren, nicht wahr? Wie gesagt, heute geht es von Genf nach Torino, 337 Kilometer. Eine recht weite Strecke. Och man, so ein Arschloch. Und hier wische ich die grüne Phase hier noch. Ja, gerade so. Ihr hört, Musik ist im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man die noch gut hört oder ob ich zu laut bin. Sonst muss ich das nächste Mal lauter stellen, die Musik. Ist aber alles kein Problem, das kriegen wir noch hin. Und die wird vielleicht ein bisschen zu leise sein. Ist aber egal. Da ist sehr, sehr viel nach oben noch offen. An der Lautstärke. Obwohl, das könnte wieder passen. Ah gut, Leute, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ich mache mir mehr Sorgen, ob ich dann gleich schlafen gehe, ob ich esse oder ob ich... Oh, dieses Fähnchen, das nervt echt. Das ist genauso im Bilde. Oder ob ich dann erstmal ein bisschen aufräume. Denn meine Abstellkamera sieht aus wie Scheiße. Ich habe die Mäuse abgegeben. Dann muss natürlich jetzt noch der Käfig richtig sauber gemacht werden. Dann noch immer aus. Ich habe ihn jetzt immer eingeweicht, ausgespült. Immer schon richtig Hygieneprogramm durchgemacht. Und jetzt will ich nochmal mit Hygiene durchsprühen. Ja, Schluck auf. Richtig eklig. Mhm. Dann müssen wir mal gucken. Die Strecke ist jetzt auch komplett neu für mich. Ich bin selber noch nicht hier lang gefahren. Noch nicht davor. Also diese Strecke ist komplett neu für mich. Will ich meinen, also ich weiß überhaupt noch nicht, ob ich überhaupt mal nach Italien gefahren bin. Komm. Ich bin fast den LKW überholt. Dim 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 dim. Den zweiten holen wir jetzt auch mal. Oh ja. Oh, der ist ziemlich schnell unterwegs. Das ist ein wahrer Elefantenrennen. Ach scheiße, rauf ich ganz ab. Wir müssen noch viel, viel mehr fahren, das merke ich jetzt. So, wieder dieses Reinkommen, diese großen Fahrten zu machen. Oder, also auf die Langfahrten habe ich alleine, ist die Lust nicht da. Jetzt im Multiplayer wahrscheinlich, wenn man nochmal mit Rolli oder sowas aufnimmt, wäre die Lust wahrscheinlich da. So, wie ist das jetzt? In Deutschland ist ja die Mod auch drin. Gibt es da jetzt auch bald eine Maut hier im Spiel? Auf den Landstraßen auch in Deutschland? Das war knapp. Oh.
Situation. Oh, gut vorbeigekommen, würde ich sagen. Gut geschätzt. Süß, so. Alles klar, alles klar, alles klar. Wie viele Kilometer haben wir noch? 200 irgendwas, okay. 250, also gerade mal 100 Kilometer weg. Eine Stunde Fahrt ungefähr weg. Wir müssten mal gucken. 12:24 soll angeblich ankommen. Alles klar. Oh, guck mal, Flugzeuge. Das muss jetzt sein. Das ist ein Helikopter. Heli. Aha. Okay. Schaden? Schaden? Nee. Ja, da wollte ich nochmal nach dem Helikopter gucken. Aber das ist wohl nichts geworden. Naja, gut. Auch egal. Bin ja auch so ein Flugfan eigentlich, aber selber Flugsimulator oder sowas ist nicht für mich. Oh, jetzt merkt ihr, wie die Müdigkeit kommt ran. Wir haben es jetzt schon 8:45. Also ich bin jetzt schon eine Stunde am Aufnehmen von Eurotruck ungefähr. Aber es ist schon... nicht ohne, und das Nachtschicht. Ich habe jetzt meine Energy reingekloppt. Aber ich habe noch nicht gegessen, und wenn ich überlege, ich habe Bockwurst. Dann noch schön einen Semmel holen und... oh, da kriege ich gleich einen Orgasmus. Will ich gleich richtig reinspritzen. Das könnte man jetzt so schön nachstellen, so einen Bocki jetzt essen in der Pause. Wenn man jetzt auf Echtzeit umstellen würde. Wäre oh. Vielleicht auch schrecklich, weil dann würde man sehen, wie lange man noch wirklich fährt. Oh, sind die Kredite wieder abgezogen. Ja, ich habe relativ wenig Geld. Es gab vorhin einen großen Unfall mit, ich glaube, 20, 30, 40.000 Kosten. Also, ja. Da habe ich gemerkt, oder beziehungsweise... ich bin zu schnell gefahren, ja, und aber der NPC hat gedacht, so die... oh, ist das geil. Hat gesagt, so, nee, da ist keiner, und ist einfach mal über die Straße gefahren, obwohl ich ja natürlich dort war. Obwohl ich natürlich nicht so schnell fahren durfte. Und ihr wisst, wo das Problem liegt. Also der NPC hat mich nie wahrgenommen. Kann man so sagen. Das Licht an. Nee. Gut, alles gut. Ohne Licht ist gut. Ja, das hier. Oh, jetzt ist eine 70 hier. Ach du Scheiße, hoffentlich keine Polizei. Es ist noch so der Unterschied. Oh, wenn... wie wenn noch Geschwindigkeit das alles abgezogen wäre. Alter, okay. So, da sind wir jetzt in... war das jetzt die Grenze? Hab nie geachtet. Haben wir schon Mord bezahlt? Da werden wir gleich sehen.
Oh, was? Ich denke mal, ich habe schon bezahlt, aber es wäre richtig fies, jetzt immer zu zahlen. Nur mal eine neue Mod. Oh gut. Also das war die Zahlung. Das, was ich zuerst gedacht habe. Hier engt sich das alles auf 1 ein. In Wirklichkeit wäre, glaube ich, hier die Stelle gewesen, wo... Ah nee, es ist, glaube ich, von Deutschland drüber. Wo man... doch, das war hier, glaube ich. Doch, das hier. Müsste hier gewesen sein, wo so eine große Kontrollen sind, wo die meisten LKW-Fahrer Angst haben, weil nämlich diese Kontrollen ewig lange dauern, mit Ausmessungen, mit Wiegen und. Und die eben sehr viel Zeit verbrauchen. Oh. Ach, da war das bloß... Und da kommt aber eine neue Mod. Oder? Ja, och nein. Hier unten fährt man ja bloß in Mods rein. Und hier ist Grenze überschreitend. Dings. Da. Das ist realistisch. Und weil wir aber nicht zahlen möchten... Also sind die Kassenautomaten dafür viel zu niedrig. Also ist hier unten schon realistischer und geiler. Hier glaube ich halten wir uns die nächsten paar Warzenmittel auf. Ui. Hat's ihn richtig mitgenommen. Mich würde nur interessieren, wie teuer der Sprit ist. Tanken sie aber noch nicht. Und beim Tier besser kommen oder... Also 1,24 auf Frankreich. Kilometer, noch eine Stunde 14, dann ist der Part hier auch vorbei. Wir haben es jetzt bald auch schon halb wieder, halb 10. Wie die Zeit vergeht. Das ist schon wieder der erste Freitag vorbei, dann habe ich dann Samstag und Sonntag und dann ist auch schon wieder eine lange Woche bei mir, das heißt Montag bis Samstag arbeiten. Danach von Mittwoch bis Freitag. Dann habe ich noch 2 Tage frei, ja. Wo immer mal, ob wir mal viel zu schnell sind. Oh, die Mercedes überholen wir mal schnell. Ego eben. Jetzt ist... da waren 3 Schilder. Jetzt kommt endlich mal der Palmenwischer. Alter, wie lange hat das nicht mehr geregnet bei mir? Werner, nee. Ein Abbiegen. Hier ist noch schneller. Ja, das ist der schnellste. Zum Glück sind wir gleich da.
Leider weiß ich habe, müssen wir überhaupt hin? Dann sie jetzt. Ich glaube, die laden selber. Die haben eine Lagerhalle, glaube ich. Torino, hier. Alter. Ich habe schon für diesen Part wieder einen Namen. So, ich habe für jeden Part habe ich glaube ich jetzt einen Namen. Jetzt komme ich hier vorbei. Weißt du, ich weiß nicht, wo ich hin muss direkt. So, da haben wir jetzt Italien Imperator 1 von 23. Hier abbiegen. Och. Klar, Regen und Licht. Guck mal, was ist denn da drin? Das wird aber bestimmt eine Agentur sein. Eine Agentur brauche ich nicht. Nicht unbedingt. Sieht aus wie eine Agentur. Ich sehe kein Schild irgendwie. Oh. Aber wir sind mal so Freunde, weißer Ring jetzt. Hat aber lange gedauert, jetzt zu überlegen, ich weiß. Da haben wir das Boot zum Transportieren. Passt. Passt eigentlich genau. So, dann ist natürlich der Part auch vorbei, Leute. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir noch wenn ich deinen Daumen nach unten schreibt, klickt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt ihr, wenn sie ciao, ciao.